Wie kam es denn dann dazu, dass Sie in den 80er Jahren mit einigen Mitstreitern überlegt haben, wir müssen hier mal die Geschichte dieses Lagers aufarbeiten? Nun ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Geschichte des Dritten Reiches ab, was soll man sagen, Mitte der 60er Jahre, das war schon während meiner Studienzeit, in den Fokus der Zeitgeschichtler rückten. Ich habe vorher schon erzählt, Zeitgeschichte gab es ja gar nicht zu der Zeit, als ich Schüler war, nicht? Das wurde da erst in den Ende der 50er Jahre, in den 60er Jahren an den Universitäten als Studienfach eingerichtet. Ich erinnere mich in Tübingen an Hans Rotfels, das war da einer der ersten, der nun dieses Fach etabliert hat. Nicht? Und insofern war es natürlich klar, dass wir jungen Studenten, ich war dann nachher in Konstanz, nun natürlich auch mit diesem neuen Fach in Verbindung kamen. Und als ich dann zurückkam nach dem Studium, wieder nach Vaihingen, einigen Zwischenschritten, da habe ich mich dann um die Geschichte des Dritten Reiches in Vaihingen bemüht. Es war noch was ganz Neues, nicht? Das war noch nicht bearbeitet. Und ab 1983 habe ich dann veröffentlicht. Das war also meine erste Veröffentlichung über die Machtübernahme, also das Jahr 1933 in Vaihingen. Dann haben wir 1985, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, 1985 eine Ausstellung in Vaihingen gemacht, Besetzung und Befreiung. Das ging also schon einmal auf den militärischen Aspekt, nicht die Besetzung durch die Franzosen, aber auch Befreiung für die Häftlinge im Konzentrationslager. Und diese Ausstellung, die hat eine relativ große Resonanz gefunden im Kreis Ludwigsburg. Und da kam dann die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf mich zu und hat gesagt, ja, das, was ihr hier in Vaihingen macht, das ist eigentlich etwas, was uns am Herzen liegt. Und dann über diese Kontakte kam er dann drauf, ja, in Ludwigsburg, im Kreis Ludwigsburg, Entschuldigung, gab es eine ganze Reihe von Haftstätten. Das nächste KZ war in Unterriexingen von Vaihingen aus gesehen, das übernächste in Leonberg, aber das war dann schon außerhalb vom Kreis Ludwigsburg, aber gehört natürlich noch zur Region. Dann die ganzen Neckarlager haben wir erwähnt, vorher schon. Und jetzt hat es natürlich keinen Sinn, überall eine Gedenkstätte zu machen, das bringt ja nichts, ne? Also Vaihingen hat nun die besten Voraussetzungen, dass man dort eine Gedenkstätte macht. Jetzt kommt nämlich noch was hinzu, was ich vorher nicht erwähnt habe. Bei der Befreiung des Lagers war Vaihingen das einzige Lager von diesen Außenlagern Azweiler, wo noch Häftlinge waren. Alle anderen Lager waren geräumt. Die fanden also nur leere Baracken oder leere Unterkünfte vor, die Franzosen. Vaihingen, da waren noch Häftlinge und da waren auch eine ganze Reihe von Franzosen, die nach Vaihingen gekommen waren als KZ-Häftlinge. Und jetzt wurde Vaihingen für die Franzosen ein Vorzeigelager. Das heißt, auch wenn man es gar nicht auf eine Ebene stellen will, das was für die US-Amerikaner Buchenwald oder Dachau war oder für die Franzosen, für die Engländer Bergen-Belsen, war für die Franzosen Vaihingen. Das heißt, die haben also Kriegsberichterstatter nach Vaihingen gebracht. Die haben Fotografen nach Vaihingen gebracht. Zwei Frauen, die später ganz berühmt wurden als Fotografen, haben wir fotografiert. Dann haben sie ein Filmteam nach Vaihingen gebracht, das also den haben wir leider noch nicht erwerben können von den Franzosen, einen Wochenschaubericht gemacht haben aus dem Vaihinger Lager. Und deshalb haben wir für die kleinen Lager eine große Zahl von Dokumenten, die alle nicht haben, nicht? Bilddokumente, Tondokumente. Und nun konnten wir auch eine ganze Reihe von ehemaligen Häftlingen noch konnten wir noch auftreiben, wenn man so will. Das war gar nicht so einfach, nicht? Man musste immer mal wieder einen finden, der sagte, ja, ich kenne auch noch drei, vier andere. Und von denen haben wir dann versucht, Augenzeugenberichte zu bekommen. Es waren Norweger, Holländer, dann aus diesem ersten Transport von Häftlingen aus Radom, die über Auschwitz nach Vaihingen kamen,
eine ganze Menge, die nach USA ausgewandert waren. Also, dass wir nun eben von sehr, und einen Deutschen, wir hatten auch einen Deutschen, der uns ganz besonders einen ganz besonders interessanten Bericht geliefert hat, und das haben wir dann veröffentlicht. Sodass wir also vom Vaihinger Lager her eigentlich sehr gut ausgestattet sind, um eine Gedenkstätte zu betreiben.